Guten Abend und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte euch ein Zwischenupdate geben zu meiner Italien Singleplayer Kampagne, wo ich mir als Ziel gesetzt habe, eine Atombombe auf Los Angeles abzuwerfen. Und mittlerweile sind schon 2-3 Jahre ins Land gegangen seit dem letzten Spielstand und ich möchte euch kurz erzählen, was mittlerweile passiert ist. Im letzten Spielstand stand ich ja hier mit meinen Armeen und habe Battleplans aufgeladen für einen Krieg gegen Jugoslawien. Wie ihr seht, habe ich das eingenommen, also das ging wirklich rasch. Ich glaube 2 oder 3 Wochen, dann hatte ich Jugoslawien eingenommen, kapituliert. Und das hat mir dann auch den erhofften Industrieboost gegeben. Ihr seht hier oben mittlerweile einen Industriescore von 143 mit 61 militärischen Fabriken und 63 zivilen Fabriken. Das ist auf jeden Fall richtig gut, würde ich sagen. Das ist, ich glaube, so von den zivilen Fabriken auf jeden Fall her so der Stand von Deutschland am Anfang. Das ist mehr als Russland, mehr als Deutschland am Anfang haben, wenn ich sogar richtig liege. Und ja, für so ein, sag ich mal, etwas kleineres Land wie Italien ist das sicherlich schon eine ganz gute Sache. 1939, vor allem die 60 militärischen Fabriken sind eine ganz gute Sache. Ihr seht es hier, wir stellen Panzerartillerie her, Anti-Tank-Waffen, einige andere Sachen hier unten, ein paar Fighter, was man halt so braucht, um einen Krieg zu führen. Und was jetzt passiert ist, so, die World Tension ist jetzt schon auf 100%, und zwar, das habe ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden, da gab es ein Kriegsereignis, und zwar hat Japan ja Krieg gegen China geführt, wie die das meistens im Singleplayer machen. Und als sie dann den Friedensvertrag gemacht haben hier, hat das einfach mal 60% World Tension erzeugt. Ich habe keine Ahnung warum, aber dann ist die World Tension plötzlich von 60 auf 100% nach oben gesprungen. Und Russland hat plötzlich Polen den Krieg erklärt. Daraufhin ist Polen den Alliierten beigetreten und parallel dazu macht Deutschland auch gerade einen Kriegsgrund. Zum einen hier mit diesem Danzig-or-War-Ereignis und zum anderen machen die auch manuell noch einen Kriegsgrund gegen Polen. Das ist jetzt halt die Frage, am 29. Juli, das sind jetzt noch 10 Tage. Es kann sein, dass der Russe es tatsächlich schafft, innerhalb von 10 Tagen Warschau einzunehmen. Und wenn Warschau fällt, bin ich mir ziemlich sicher, dann wird Polen sofort kapitulieren, weil die ja schon massiv Geländeverluste erlitten haben. Vielleicht schafft es der Deutsche aber tatsächlich mit dem manuellen Kriegsgrund, wenn er dann sofort den Krieg erklärt, noch ein bisschen was von Polen für sich zu beanspruchen. Das ist auf jeden Fall hier ein interessantes Wettrennen. Wer weiß, vielleicht schafft das Deutsche sogar tatsächlich, hier bis nach Warschau mit Panzern oder sowas vorzudringen, wenn der Russe hier an dem Fluss aufgehalten wird. Das ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Insbesondere deswegen interessant, weil die Alliierten, sprich Frankreich und USA, die haben, glaube ich, 1938 sich für ein Bündnis miteinander entschieden. Das machen die ja auch immer in der Singleplayer-Kampagne. Die beiden haben Truppen nach Polen geschickt und das sehe ich jetzt zwar im Moment noch nicht, aber ich habe das gesehen, weil die französischen Truppen, die hier unten standen, abgezogen wurden und verschifft wurden. Und das ist der einzige Grund, warum ich mir vorstellen kann, dass die irgendwo hingegangen sind, dass sie einfach nach Polen geschickt wurden, weil es ja deren Verbündete, ne? Genau. Ich hatte dann die Möglichkeit, entweder Deutschland den Krieg zu erklären, habe ich mich jetzt entschieden, also na, ich könnte hier unten theoretisch noch ein bisschen weiter rumdümpeln und diese ganzen Kleinländer einnehmen, aber ich habe mir gedacht, was jetzt früher oder später passieren wird, ist, dass Polen fällt und dass Deutschland, sobald Polen gefallen ist, Frankreich den Krieg erklären wird. Und ich möchte so ein bisschen Nutznießer von dieser ganzen Geschichte sein. Wenn die zwei Nationen sich miteinander bekriegen, wird Frankreich auf jeden Fall nicht mehr in der Lage sein, hier unten mit so vielen Truppen zu verteidigen. Und selbst wenn sie es tun, stört mich das, glaube ich, nicht, weil, also, die kommen halt bei mir nicht durch, ne? Ich komme zwar bei denen auch nicht durch, aber was so mein Hauptplan ist, ist erstmal hier unten in Afrika ein bisschen was zu erobern. Insbesondere bin ich natürlich am Suezkanal interessiert. Und hier vorne an Gibraltar, um einfach die komplette Seekontrolle übers Mittelmeer zu gewinnen. Das ist, denke ich, sehr wichtig, weil die ganzen Handelsrouten, die müssen ja
im Moment für den Briten und für den Franzosen durch den Suezkanal laufen, ne? Die kriegen von hier unten Ressourcen, ob das Rubber ist, ob das hier Tungsten ist aus Indien oder Öl von dort unten. Das läuft halt alles durch den Suezkanal. Und indem ich dann hier den Suezkanal einnehme, zwinge ich die dann, die Konvois hier unten lang zu schicken und die kann ich hier dann einfach mit U-Booten abfangen. Also ich denke, die Kontrolle über das Mittelmeer ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, wenn ich die Alliierten besiegen möchte. Und deswegen habe ich mich eben hier unten dazu entschieden, mit einer guten Offensive sowohl gegen Großbritannien am Suezkanal vorzugehen, als auch westwärts zu gehen gegen Frankreich. Was die hier haben, was mich interessiert, ist vor allem Stahl. Stahl ist bei Italien tatsächlich ein Bottleneck. Im Moment scheint es so, als hätte ich genügend Stahl, aber tatsächlich ist es so, dass ich wirklich massiv Stahl einhandle. Also ihr seht es, ich handle fast 100 Stahl ein, weil ich einfach viele Schiffe und Panzer produziere, brauche ich das und da möchte ich einfach ein bisschen weniger auf Handel angewiesen sein. Deswegen werde ich hier auch in Frankreich einfallen. Und meine Hoffnung ist einfach, wenn Frankreich dann hier eine Baustelle hat und da oben eine Baustelle hat, sobald Deutschland denen den Krieg erklärt hat, dass ich es dann auch hier unten schaffe, durchzukommen. Aber selbst wenn es nicht so schnell der Fall sein wird, ärgert mich das nicht, weil, wie gesagt, die kommen bei mir nicht durch und ich habe keine Eile. Also bei mir drückt die deutsche Wehrmacht dann nicht an die Tür. Und genau, Kriegsgrund, ich muss mir nicht mal einen basteln. Es gibt hier so schöne Fokusse. Ich habe hier links den Focus Tree mich runtergearbeitet, habe mir hier Raffinerien und Infrastrukturen in Afrika besorgt, damit ich dort unten einfach vernünftig arbeiten kann. Hier so ein paar kleine Armeegeschichten. Und hier bin ich jetzt einfach auf diesen Italy First gegangen. Das hatte ich ja im vorherigen Video, glaube ich, schon angedeutet, dass ich jetzt meine eigene Fraktion quasi eröffnet habe. Dieses Novus Imperium Romanum. Und ich habe bereits Bulgarien mit in meiner Fraktion drinne. Und hier gibt es eben den Fokus, dass ich Go After France mache. Da bekomme ich dann innerhalb von 70 Tagen einfach einen Kriegsgrund, ohne dass ich politische Punkte hätte für opfern müssen. Und der hält auch eine ganze Weile länger, ne? Wenn ihr manuell hier so einen Kriegsgrund bastelt, dann hält der 2 Monate. Sprich, innerhalb von 2 Monaten müsst ihr denen dann den Krieg erklären. Wenn ihr euch den aber über den Fokus holt, dann hält der, glaube ich, bis zu 2 Jahre und ich bin nicht im Druck. Wenn ich mit denen so basteln würde, müsste ich ja dann innerhalb von 2 Monaten angreifen, weil ich ansonsten die politischen Punkte verschenkt habe. Da ich mir den jetzt aber über den Fokus hole, kann ich ganz gemütlich warten, bis Deutschland Frankreich den Krieg erklärt, die hier sich irgendwie ein bisschen kappeln und dann kann ich hier unten die Gelegenheit nutzen, um reinzufallen. Und dann wollen wir mal schauen, wie das sich alles entwickelt. Ansonsten researchmäßig übliche Sachen hier in der Industrie up to date, hier Decryption, Encryption, wichtige Punkte, um eben den Combat-Bonus zu bekommen. Insbesondere habe ich das mitgenommen, damit ich Flotteninformationen kriege, weil ich im Moment noch nicht weiß, weder wo die französische noch wo die britische Flotte stehen. Und wenn ich hier im Mittelmeer Kontrolle haben möchte, muss ich natürlich schon noch damit rechnen, dass die hier irgendwo rumschwimmen. Da ich keine Ahnung habe, wo die sind, ist es wichtig, dass wenn ich mal irgendwo was sehe, ich werde später noch mit U-Booten scouten gehen, dass ich die dann auch erkenne und deren Größe erkenne. Research wollten wir weiter gucken. Dann Air, da habe ich ganz normal den Fighter getaggt, da werde ich den hier wahrscheinlich direkt weiter taggen. Flotten, da habe ich jetzt den 50% Bonus aus dem Focus Tree mitgenommen. Das wird also auch mein nächster Research sein, sobald ich dann Slot frei habe, um da den stärkeren, leichten Cruiser zu nehmen. Ich habe ja vorher schon gesagt, dass ich leichte Cruiser so als Hauptpunkt meiner Flotte haben möchte. Deswegen werde ich den auf jeden Fall mitnehmen. Landdoktrin, da habe ich ja auch schon gesagt, dass ich hier die Grand Battle Plan Doktrin runtergehen werde. Das werde ich mir noch angucken, welchen ich da wähle. Das kommt ein bisschen darauf an, ob ich mehr mit Panzern oder mit Infanterie spielen möchte. Im Moment sieht es eher nach Infanterie aus, aber das kann sich auch noch ändern. Deswegen hat sich hier auch noch nichts getan. Support-Bataillone auf jeden Fall up-to-date halten, ist ganz, ganz wichtig, weil das kostenlose Upgrades für eure Truppen sind. Die nicht mitzunehmen wäre auf jeden Fall ein Fehler. Und hier bin ich auf die Weapons 2 gegangen und damit starte ich gerade meine Truppen aus.
Das erstmal zum Zwischenstand jetzt. Ich werde euch, ich schätze mal so, wenn ich ein paar Monate ins Land gehen habe lassen, wenn hier ein bisschen Kriegsgeschehen passiert sind, mit einem neuen Video versorgen.